Gut, also, ihr wolltet Akkusativ sehen, hier ist Akkusativ. Es steht tatsächlich schon 1-0 für Beißel. Wir haben off-stream angefangen, aber ist ja besser als nichts hier noch. Das ist ja auch noch ein bester Fall. Deswegen mal schauen. Oh, schöne Beutelchen mit dem Down-Smash. Für uns sieht es tatsächlich gar nicht schlecht aus hier für Akkusativ. Natürlich muss man das in dem Best of 5 eine ganze Weile halten, damit man schlussendlich gewinnt. Mal schnell den Rest heißes Wasser einschenken. Wow, sehr aggressiv, auch jetzt noch. Aber das ist eigentlich keine schlechte Situation. Okay, jetzt schon. Mit dem Rage hätte K.O.L. durchaus den ersten Kill bekommen können. Oh, okay. Schön. Akku holt hier also nochmal den Kill. Schöne Back Air. Oh. Fies mitgezogen gerade mit der Dose. Dreimal mitgezogen und dann in die Dose. Oh, harter Trade, aber wenn man sich die Prozente anguckt, dann steht es gar nicht so schlecht gerade um Akkusativ. Beide auf dem zweiten Stock. Full Rage. Oh, schön. Schafft hier tatsächlich den Kill zu bekommen und ist jetzt in der Lead. Mal schauen, ob er das lange halten kann. Ich denke nicht, aber vielleicht werde ich überrascht. Oh, das sah nach einer Möglichkeit aus hier gerade. Hätte er da einen Grab bekommen. Okay, die Krone am Start. Okay, das ist schon mal einer. 200% jetzt inzwischen. So, genau so spielt man K.O. im Endeffekt. Schön lange überleben, mit der Armor einiges rausholen und schön traden. Ich meine, er hat 50% bekommen. Wow, okay. Akkusativ dreht hier richtig auf. Schafft das hier vielleicht ein Game von dem Second Seed zu holen. Das ist ein Riesen-Upset. Schon ein Game wäre ein Upset. Weißel holt hier jetzt aber gerade gut wieder auf und versucht hier auf jeden Fall auch irgendwelche Twitter-Sit-Ups. Habe ich schon gesehen, hier irgendwie mit Footstool oder so. Gott, ich habe gerade nicht hingeguckt. War das ein SD? Ich habe nur gesehen, wie Weißel offstage war und dann auf einmal weg. Müsst ihr mir erzählen? Ich habe da gerade in dem Moment nicht hingeguckt. Plus Aura. Ah. Ja, okay, war wohl ein SD. Ah, guck mal. Swag Senpai bekommt das, was er, wonach er verlangt hat. Akkusativ, direkt noch ein Win über Weißel. Ja, das war gut. Das war gut gespielt. Das war ziemlich nice gespielt, tatsächlich. Ich glaube, hat Akkusativ nicht auch gegen Skyvania gespielt im... Ah, ich weiß es nicht mehr. Im Crew Battle hat man, glaube ich, einiges an Begegnungen schon gesehen. Deswegen habe ich gerade nachgedacht. Das sah, glaube ich, nicht ganz anders aus. Aber sehr cool. Boss Battle Song Nummer 1 und FD, also die volle Beißeldröhnung hier gerade. Aber tatsächlich ist K.O.L. einer von denen, die ganz gut mit den Projektilen von der Duckhand mithalten können. Einfach weil die Krone durch alles geht einfach. Das ist sehr wichtig. Sowas ist sehr wichtig. Weil Beißel die Duckhand sonst insane wallen kann. Und, ja, die Super Armor, ne? Oder die Armor. Auf jeden Fall auch sehr
hilfreich in diesem Matchup. Weißler hat hier auf jeden Fall nicht die leichteste Zeit. Dose zerspringt sofort. Frisbee ist immer noch relativ nützlich, aber hat hier tatsächlich Schwierigkeiten, Vanille ohne Projektile irgendwie durchzukommen. Und die Trades, also wenn die beiden Projektile traden, lohnt sich wahrscheinlich nicht. Aber hier gerade, sowas kann er gut gebrauchen. Hier wieder die Frisbee into back, ja. Und hat jetzt hier die Lead. Aber 128%. Schafft gerade so noch mit dem Walljump gerade noch so raufzukommen. Ja, kein Ding. Also deswegen frage ich auch immer nach, was ihr euch wünscht. Natürlich im Endeffekt geht es da um euch. Also sagt mir ruhig, welche Sets ihr haben wollt. Was ich euch in der Top 8 anbieten könnte, ist Momo versus Justin. Was sagt ihr dazu? Momo hat ein Upset über Skelly geholt. Das wäre doch ganz interessant. Okay, also. Akkusativ holt stockmäßig auf. Oh. Boah, aber mit denen ist Beißel so gut einfach. Ah, Krone wurde weggeschmissen. Die taucht da jetzt gleich wieder auf. Da ist sie. Oh, er hat sie in die Krone eingeworfen. Und weg. Okay. Das heißt, Akkusativ jetzt auf seinem letzten Stock. Es steht 1-1 einfach. Wie cool ist das denn? Ja, okay. Momo Justin, it is. Gucken wir mal auf die Uhr. 14:42. Okay. So. Alles klar, schauen wir doch mal. Also inzwischen würde es sich nicht mehr lohnen, einfach nur zu traden. Fakultativ, 70% auf dem letzten Stock. Wird schwierig, wird schwierig. Fliegt schon zu weit. Oh. Ah. Ja. So langsam kommt dann doch der Spam von Beißel durch gerade. Oh, aber hier die Fair aus dem Nichts. Und ja, da ist die Abwehr. 2-1 für Beißel. Schön gemacht hier gerade von ihm. Also man hat gesehen, da kam die Adaption dann doch. Und ja, so die Technik von Akkusativ ist halt, möglichst viele Projektile draußen zu haben und aggressiv zu spielen, sehr aggressiv. Das kann aber auch sehr ermüdend sein gegen einen Charakter wie Duckhunt. Also schauen wir mal, wie das hier jetzt im Game Nummer 4 müsste das sein, ne? 2:1, ja. Hier läuft. Wir sehen hier Boss Battle Song 1, immer noch FD. Selten, sieht man sehr selten. FD wird meistens gebannt von einer Partei. Okay, also Duckhunt. Oder Beißel besser gesagt. Mit Pure Aggression, wie man sieht, immer eigentlich auch unterwegs auf Akkusativ. Aber wenn wir uns die Prozente angucken, hat sich das gar nicht mal so gelohnt. Tatsächlich. Also man merkt einfach, dass K-Roll mehr Damage macht und das Trade gegen ihn sehr schwierig wird. Das sind jetzt 26% Unterschied. Er schafft es nochmal rauf. Darf jetzt keine Attacke kassieren von K-Rool. Oh, die Kanonenkugel hat hier gerade fast in den Kill geholt. Okay, also 176%. Inzwischen reicht schon fast. Oh, die Abwehr und das ist die Führung für Akkusativ. Ah, okay, aber direkt zurückgeholt. So. Es ist even, komplett even. Interessant, interessant. Oh. Interessantes Movement hier gerade wieder. Oh, schön. Einfach schnell gecross-up unter ihm durchgelaufen und die Combo weitergemacht. Jetzt aber gerade für Akkusativ eine gute Chance, hier zurückzukommen. Der Down Smash.
Down Smash gerade. Puh. Ist natürlich scary. Also es ist zwar ein bisschen zu early, um zu killen, aber alleine davon getroffen zu werden, ist halt einfach scary. Was gut an dem... Oh, die Back Air. Was gut an dem Down Smash ist, dass er damit Sachen, die grounded sind, zum Beispiel eine Dash Attack oder so, würde er damit avoiden und dann, ja, würde er halt treffen. Also das kann man für sowas tatsächlich schon hin und wieder mal einsetzen. Oh. Okay, auch hier, auch in diesem Stock, Beißel mit der leichten Führung. Aber Akkusativ spielt er jetzt hier gerade komplett on fire. Hat hier tatsächlich reelle Chancen, gerade ein 2-2 zu machen und vielleicht sogar das Set zu holen. Gegen den First Seed hier aus dem Pool. Jetzt gerade aber die Chance für Beißel Damage zu machen. Er nähert sich nämlich nicht. Dann lässt das seine Projektile machen. Ist ganz dankbar über die Situation. Oh, auch das killt nicht. Aber das. So. Ja, auch in der Situation möglicherweise lohnt es sich tatsächlich zu traden. Wir haben eben gerade gesehen, so ungefähr bis 170 überlebt K-Rool die Dose. Oh, aber gerade frisst er sehr viel Damage. Da braucht er tatsächlich eine kleine String, einfach ein bisschen Damage, ein Spike, um das jetzt noch zu holen. Ah! Ja, er hat die Chance, er hat die Chance. Oh! Sehr schön von Beißel gemacht. Da lag einfach die Frisbee. Also ich gedacht, ja, positioniere ich mich mal. Und Spike.